Der Winter steht vor der Tür und viele Ortschaften verwandeln sich in ein Winterwunderland. Für viele Hunde gibt es kaum eine größere Freude, als im Schnee herumzutollen. Spielt dein Vierbeiner auch gern im verschneiten Garten? Das ist niedlich und macht dir bestimmt auch Spaß. Dennoch solltest du vorsichtig sein. Denn dein Hund sollte keinen Schnee fressen. Wir verraten dir in diesem Video, warum du darauf Acht geben musst. Nummer 1. Unangenehme Folgen. Aus welchen Gründen auch immer dein Hund gerne Schnee frisst, du solltest es ihm verbieten. Die Aufnahme von Schnee kann nämlich die sogenannte Schneegastritis zur Folge haben. Die Kälte oder Verunreinigung im Schnee können nämlich die empfindliche Magenschleimhaut deines Hundes angreifen und eine akute Magenschleimhautentzündung hervorrufen. Oft nehmen Hunde Schnee auf, der durch Streusalz oder andere Frostschutz- oder Taumittel verunreinigt ist. Diese können für deinen Liebling sogar giftig sein. Nummer 2. Mein Hund hat Schnee gefressen. Was ist zu tun? Wie und ob dein Hund auf die Schneeaufnahme reagiert, ist unterschiedlich von Tier zu Tier. Während der eine es locker wegsteckt, bekommt der andere schon nach kleinen Mengen Schnee große Probleme. Wenn dein Hund nach dem Schneefressen leichte Symptome zeigt, kannst du ihm mit einer schonenden Magen-Darm-Diät helfen. Außerdem solltest du darauf achten, dass das Wasser im Napf nicht zu kalt ist und Zimmertemperatur hat. Wenn die Symptome stärker werden oder sich nach einem Tag nicht bessern, solltest du einen Tierarzt aufsuchen. Natürlich kannst du mit deinem Hund im Schnee toben. Du solltest aber darauf achten, dass er den Schnee nicht verzehrt. Denn dann können unangenehme Folgen auftreten, die du bestimmt nicht in Kauf nehmen möchtest. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.